Hallo und herzlich willkommen bei Days Gone. Schön, dass du einschalten hast. Neuer Tag, neue Folge. Und ich bin gerade an Schrott einsammeln. Bevor ich in den... Schrott. Ja, was für ein Schrott. Bevor wir da in den Damm reingehen. Hier ist nix, ne? Nix. Na gut, komm. Lass mal Rigi. Irgendwie läuft das alles so schleppend. Ja. Bin schon da. Warte mal. Okay, Waffen kann ich nicht nehmen. Gut. Ja, seid nicht so genervt. Oh nein. Ey, da stimmt was nicht. Es sollte mehr Wasser rausfließen. Genau dort, ja. Und hörst du das? Was? Genau. Würden die Turbinen laufen, müsste man sie eigentlich bis hierher hören. Mhm. Oh. Was ist da passiert? Was? Oh. Das ist mit allen Brücken hier passiert. Kluge Männer in Uniform dachten, dass die Horden so nicht weiter vordringen können. Mhm. Flüchtlinge oder Horden von Freaks? Du meinst so Kerle wie Copeland? Ja, sicher auch. Mit Namen schon höre. Das Wort. Flüchtlinge. Okay, komm, ich will eben was überprüfen. Bringt eine Unruhe. Warte mal, ich will noch schnell Munition holen. Einen Moment, bitte. Ich warte. Und Schrott. Okay, Waffen kann ich jetzt nicht aussuchen. Okay. Ich meine, jetzt ist so scrollen, ja, mäßig. Gucken. Bitte lass Munition drin sein. Aber rein schaue ich auf dem Motorrad doch auch noch. Warte mal. Leertaste? Nee, warte mal. Liegen. Mensch. Leertaste? Zeig mal her. 14 Pistolenschuss. Gut, jetzt kommen wir. Bin gewappnet. Okay, das kann ich erst aussuchen, ja. Keine Türklinke. Komm her, fühl mal. Na los. Okay. Fühlst du irgendwas? Nein. Ganz genau. Wenn da Wasser durchfließt, dann müssten die Turbinen vibrieren. Komm. Hier hoch. Jetzt müssen wir bis ganz nach oben. Da. Na toll. Ich folge dir. Siehst du das? Nein. Sowas nennt man Druckrohr. Das Wasser aus dem Staubecken fließt mit hohem Druck durch die Leitungen. Dabei wird die Strömung konzentriert und zu den Turbinen geleitet. Verdammt, woher weißt du das alles? Meine beiden Brüder haben ständig an irgendwas rumgeschraubt. Mit Dad. Er hat mir dann auch mit 17 einen Job bei Boeing besorgt. Ich ging damals halbtags zur Schule, um Mechanikerin zu werden, als es losging. Hast du sie wiedergesehen? Deinen Vater, deine Brüder? Nein. Komm. Na gut, dann wollen wir uns das mal ansehen. Das wird bestimmt Spaß machen. Und was jetzt? Warte, was soll das? Was machst du da? Wir waren nur kurz zusammen unterwegs. Nein, ich sagte aber nicht, dass ich nicht schwimmen kann. Ich sagte, ich schwimme nicht. Gemeldet. Einer von uns muss da runter den Zulauf säubern. Also, mach ich's. Oh, aber du kannst gerne zusehen. Okay. Jetzt oder nie, los geht's. Ja, das ist ziemlich verstopft. Aber ich kann es sauber machen. Lauf du zur Turbine zurück. Sieh nach, ob sie vibriert.
Okay. Und nebenbei schlachte ich noch ein paar Viecher ab, oder was? Irgendwas kommt doch jetzt hier, oder? Warte mal, warte mal. Hier geht's doch auf. Komm ich rein? Hallo? Hm. Okay, ist nix. Na gut, gehen wir weiter. Nichts. Warte mal kurz. Das Ding läuft. Ja, gut gemacht. Na, warte hoch. Das ist doch Beschäftigungstherapie, oder? Das hört man doch. Hört man doch jetzt, oder? Spürst du das Vibrieren? Ja, aber die Stromkabel sind noch tot. Was? Mann, ich wusste, dass das zu einfach ist. Na gut, los. Auf zu den Stromwandlern. Also, was wurde aus deinem Dad und deinen Brüdern? Keine Ahnung. Auf meinem Rückweg habe ich sie angerufen, aber es war ständig besetzt. Als ich dann beim Haus ankam, waren alle weg. Das ganze Viertel war wie ausgestorben. Überall hingen Flyer rum, Evakuierungsbefehle. Ich fuhr zum nächsten Flüchtlingslager, aber das stand schon nicht mehr. Alle waren tot. Überall waren Freaks. Oh Mann, Ricky, das tut mir echt leid. Ja, das Ganze ist lange her. Wir kommen ja nicht klar. Wir schneiden uns gegenseitig den Weg. Die hier speisen die Leitungen Richtung Süden. Gut. Weißt du, was mit den Dingern nicht stimmt? Nein, keine Ahnung. Die stehen im Westen. Okay. Ja, das kleine Rädchen drehen, das geht vielleicht. Möglicherweise ein Kurzschluss im Verteilerkasten. Lass uns mal unten nachsehen. Okay? Oh, okay. Na? Das mit dir und Schizo, das sieht ständig so aus, als würdest du ihm gleich die Gurgel rausreißen. Ha, das wirst du mir jetzt nicht glauben. Vor kurzem haben Eddie und ich ihn vor unserer Hütte erwischt, als wir gebadet haben. Warte, Moment mal. Schizo, der ist echt ein Spanner. Ich sagte, wenn das nochmal passiert, zeige ich ihm, dass meine Knarre größer ist als seine. Oh Mann. Weißt du, wenn Eddie bei dir war, dann war Schizo sicher nicht deinetwegen da. Ja, sehr witzig. Wäre ich nicht dazwischen gegangen, hätte sie den Bastard erledigt. Autsch. Genau, leg dich nicht mit Frauen an, die ein Skalpell schwingen können. Ah, jetzt schnell ich's. Ich höre Motorräder. Hey, hilf mir hoch. Okay, alles klar. So, ich mach das Tor auf. Na los, es ist gleich hier drüben. Mhm. Oh Gott, was stinkt denn hier so? Freakernester. Dem Gestank nach sogar ziemlich viele. Bleib bei mir. Wie viele Molotovs hast du dabei? Genug. Ich hab drei. Okay. Weißt, wie es geht? Du brennst sie an, ich werf sie weg. Hä? Ja, wie jetzt? Ist lange her, aber wird schon gehen. Das Licht ist so größer als sonst, oder? Zünd sie an. Okay, eins aber. Warte mal, was habe ich hier? Was ist denn das? Ach, Wecker. Haben wir noch?
und sieh an. Wo sind die? Ach, da. Da kommen sie! Okay. Oh. Shit. Alles gut? Ja. Die mögen wirklich keine Besucher, oder? Ja, kann ich verstehen. Sie sollten sich lieber mal dran gewöhnen. Weißt du was? Das hier gehört ab jetzt zum Lost Lake Camp. Alle macht im Volk. Okay, checken wir die Verteilerkästen und dann nichts wie weg hier. Ich meine, die Musik das hier... Was war's dann? Bereit? Ja. Okay. Ich dachte, es kommt noch so ein Riesentier. Runter! Ui, es währte nicht. Ja, Houston, wir haben Strom. Gut gemacht. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Komm schon, wir müssen noch die Tür blockieren. Ich will nicht jeden Monat herkommen, um die Viecher wegzuräumen. Warte, warte, du bist in einem Monat hier? Was? Nein, ich weiß nicht. Kannst du bitte... Meine Güte. Verarsch dich doch nur, Dick. Komm. Ich bräuchte jetzt Schrott oder andere Waffe. Haben wir hier was zum Schrotten? Warum fragst du nach meinem Dad und meinen Brüdern? Ich weiß nicht, du hattest sie vorher nie erwähnt. Es tut mir leid, wenn ich... Ich verstehe, dass du nicht drüber reden willst. Schon okay. Hat mich daran erinnert, dass ich dich schon längst mal was fragen wollte. Schon als wir unterwegs waren. Okay, Ricky. Nein, ich bin nicht schwul. Ricky, nicht jetzt. Du kannst mich später fragen. Warte, nein, hey, hey. Bist du? Komm schon, wir müssen los. Sieh schon um. Ja, gut. Okay. Nee, warte mal. Warte mal, warte mal. Ich habe mich verlaufen. Echt, ich habe mich wirklich verlaufen. Was kann ich... Warte, ich muss da hoch. Ich habe mich jetzt verlaufen. Okay, war ich schon? Oder muss ich jetzt weiter runterlaufen? Hier, oder? Nee? Wie peinlich. Warte mal, konzentrieren. Hier rein, oder? Nee, ich kann mich nicht erinnern, dass wir uns picken mussten. Hier waren wir schon. Oh, Alter. Shit. Ah. Vorbeilaufen. Echt, jetzt hätte man draußen warten können. Steht sie da. Hey, du hast nie gefragt, warum ich nicht mehr mit euch gefahren bin. Sollte ich etwa fragen? Ich wusste doch, warum Iron Mikes Schwachsinn. Gott, Ricky, muss das sein jetzt? Wir waren schon länger unterwegs. Seit, ich weiß nicht, ein paar Monaten. Was soll ich? Okay. Okay. Es war in einer Nacht. Und ich erinnere mich ganz genau. Draußen schneit es gerade und... Busa schnarchte. Weißt du noch, wie er geschnarcht hat? Ich dachte, er hetzt damit eine Horde auf uns. Daran hat sich nichts geändert. Aber egal. Du dachtest, wir würden schon schlafen und du warst da draußen ganz allein, wie so oft. Und du hast etwas angestarrt. Du warst die ganze Nacht wach. Zeig mir das Foto, Dick. Komm, bitte.
Da wusste ich es. Was wusstest du, Ricky? Dass ich nicht so enden wollte. Wie so viele von uns hier. Gefangen in der Vergangenheit oder davor weglaufend. Ich will nach vorn blicken. Okay? Nicht zurück. Es ist nicht so, wie du denkst. Okay? Auch wirklich? Er hat das Zeichen auf dem Rücken. Wir sind vom Lost Lake Camp. Bist du, Iron Ricky? Man hat einen Vertrag. Tolle Idee. Willst du es nochmal versuchen? Die suchen ja mich. Hier, Kopf runter. Ich kann mir nicht selbst. Ne? Wie lange bist du schon im Camp? Oh, Scharfschütze. Ihr Scheißer seid ganz schön weit weg von zu Hause, oder nicht? Warum schwingt ihr eure Ärsche nicht wieder zurück nach Iron Butte, dem Scheißloch, aus dem ihr gekrocht seid? Oh. Gegen. Gegen. Oh, lauf. Warte. Irgendwie sind wir heute nicht gut drauf. Oh. Wir sind jetzt ganz. Los. Mensch. Komm, Nahkampf. Nahkampf. Muss da irgendwo sein. Wo? Ihr seid ganz schön weit oben im Norden, ha? Huh? Ihr solltet lieber in Carlos Nähe bleiben, ihr Scheißer! Entweder wirkt das nicht, oder ich bin blind, ja. So muss ich scharf schätzen. Wir könnten dich auch einfach hier verbluten lassen. Wären die Freaks hier ganz schön happy, ha? Das ist doch, was ihr wollt! Das war ja. Oh, shit. Die, wir brennen. Oh, ihr könnt einfach alle zur Hölle fahren. Das ist der richtige Platz für euch. Der letzte gewesen sein. Warum soppen?
Solche Hütten habe ich noch nie gesehen. Was haben die denn eingebrochen? Keine Ahnung. Früher hatte ich auch mal mit solchen Typen zu tun, die werfen sich PCP rein oder irgendein anderes Zeug. Oh, Badesalz. Erinnerst du dich? Das war der letzte Schrei, bevor alles den Bach runterging. Badesalz? Ja, okay. Komm schon. Mal sehen, ob die Bikes noch da sind. Ich nehme das mal. Schon mal nachladen. Warte mal, ich geh erstmal dahin. Da war auch noch was. Feuerreiter, oh. Schaden. Oh. Ich bleibe hier. Gleich noch die Schrotflinte von. Glaubst du wirklich, Iron Mikes Vertrag mit diesen Bastarden wird halten? Keine Ahnung. Scheiß Ripper, nach dem, was sie mit Busas Arm gemacht haben und nach der Sache Dick. Mit Lisa. Was? Das hier hatte einer in der Hand. Was ist passiert? Hattet ihr Ärger mit denen, du und Busa, mit den Rippern? Ich meine, wegen des Antibiotikums? Na, ich... Keine Ahnung, hör zu. Was immer Carlos denken mag. Das ist nichts verglichen mit dem, was ich ihm antue, wenn ich ihn sehe. Komm, gehen wir. Ich denke, es wird auch noch so eine Art Endgegner sein oder irgendwie. Gut, wir folgen den Leitungen nach Süden, wegen der Stromwandler. Wir sollten mal nachsehen. Okay, ich folge dir. Nein sagen? Wie bist du an den MC geraten? Das ist eine lange Geschichte. Wir haben viel Zeit. Okay, ich war früher bei den Gebirgsjägern, einer Spezialeinheit, die mit der Nordallianz kooperierte. Wow, ich wusste nicht, dass du bei der Army warst. Warum? Willst du es hören oder nicht? Tut mir leid. Wir rückten auf Mazar-i-Sharif vor. Da gerieten wir plötzlich in einen Hinterhalt der Taliban. Auf ihren Pritschenwagen hatten sie SU-23, umgebaute Flakgeschütze. Dicke Dinger. Ja, richtig dicke Dinger. Der Humvee explodierte, fiel eine Klippe runter, direkt in den Hari. In Afghanistan zu ertrinken, ist wirklich schwer. Ehrlich, das ist eine gottverdammte Wüste. Ich wurde rausgeschleudert. Als ich aufwachte, lag der Humvee verkehrt herum im Fluss. Ich schwamm raus und suchte Überlebende. Ich zog eine Leiche ans Ufer. Und dann 7 weitere. Dann brachte ich Tanner an Land. An Sarge. Das war's dann. Und als ich heimkam, keine Ahnung, ich holte mir ein Bike, jahrelang damit rumgefahren, von Ort zu Ort und... Na, farewell? Du bist hier aufgewachsen, oder? Ja, okay, Als ich mich also wieder dran gewöhnt hatte, heuerte ich in einem Bikeshop an, der diesem alten Kerl namens Jack gehörte. Der diesen Club leitete. Press. So haben wir ihn immer genannt. Er hat mich selbst aufgenommen. Also Jack? Busa hat von ihm erzählt, glaube ich. Saß er nicht auch im Gefängnis? Das war eine miese Sache. Er hat's auf seine Kappe genommen. Im Club. Ihr habt euch sicher nahe gestanden. Keine Antwort. Ach, Scheiße. Einer muss das ja sein. Kommen wir morgen wieder. Dann kannst du das Werkzeug besorgen und wir kümmern uns drum. Dann sind weniger Freaks unterwegs. Also keine heiße Dusche? Okay. Aber ich will dir zuerst was zeigen. Nein, Ricky, der Tag war lang. Komm schon, du weißt viel über die Freaks. Ich will dir was zeigen, was du vielleicht nicht weißt. Komm, wo wir schon hier sind. Scheiße, na gut. Dann los. Na dann, lass uns mal raus. Darf ich was fragen? Oh Gott, wie ich schon sagte, kann ich's verhindern. Warum trägst du immer noch die Farben? Was meinst du denn damit? Ich meine, warum tragt ihr noch eure Kutte? Du und Busa.
Ihr wollt ja keine Mitglieder werben oder Territorium für euch beanspruchen. Nein. Einige Kollegen haben früher am Wochenende Kutte getragen. Ich habe sie mal gefragt und sie sagten, es wäre ihre Art von Fuck you in Richtung Polizei, Behörden und Regierung. Gegen wen rebellierst du denn? Gegen den Rest. Hör zu, wir tragen die Kutte nun mal. Was willst du denn? Ich spreche nicht für Buse, aber für mich ist es nichts weiter. Meine Kutte, das bin ich. Ich habe schon eine Menge Scheiße in meinem Leben gebaut, aber die Zeit beim MC ist eine der wenigen Sachen. Mörder? Oh. Ricky, was machen wir hier? Ich kenne die Nero-Todeszüge schon und Horden von... Ich weiß, aber noch nicht so. Zum Teufel. Sehen. Ich war schon oft hier, um sie zu sehen. Sie bleiben in den alten Gebäuden und kommen jeden Abend raus, als läute jemand eine Essensglocke, weißt du? Am Morgen kommen sie zurück, aber wozu? Ruheschlaf? Du meinst, du hast noch nie nachgesehen? Haha. Nein. Einmal ging ich zu nah ran und ein Dutzend von ihnen hat mich gejagt. Ist wie ein Stich ins Wespennest. Na los, gehen wir. Es wird dunkel. Also ich würde da jetzt sagen, so wenn ich das gewohnt hätte, okay. Ich würde da so eine Bombe im Zimmer, okay, wenn sie dann dafür laufen. Okay, dafür habe ich neulich etwas gesehen, was du nicht glauben wirst. Oh, willst du nicht reden? Okay, dann mal los. Halt, lass mich ran. Du hast Nero hier nie gesehen. Warte mal, woher weißt du das denn jetzt? Sie wurden schon öfter gesehen, überall in Lost Lake. Scheiße. Warum fragst du? Sie sind nicht hier, um zu helfen. Sie scheinen sofort loszuballern. Ist mir egal. Ja, klang irgendwie anders. Nur kein Vertrauen aufbauen. Das könnte immer nach hinten. Immer ein bisschen skeptisch sein. Oh, er kennt die ja. Jahrelang. Hey, wo zum Teufel wart ihr so lange? Weg. Schön, dich zu sehen. Skizo sagte, du und Deacon, ihr wärt los. Ich hatte Angst. Adi, ich bin müde, okay? Oh, echt toll. Hey, Deek. Danke. Ja, okay, sag Bescheid, wenn du mit dem Stromwandler anfängst. Ich bin hier. Klar. Schwachsinn. Was ist dein Problem? Nein, nein. Was ist dein Problem? Ich sag doch, ich bin müde. Mehr nicht. Okay. Tut mir leid. Wie gesagt, ich hatte Angst. Du sagst doch sonst Bescheid, wenn du wegfährst. Okay. Das ist alles? Tja, zwei Zicken. Lange Geschichte. Cooler wär's, lange Gesichter. Entschuldigung. Ah, fast geschafft alles, ja. Schön. Und wir sind am Ende dieser Folge. Ich hoffe, du Phase der Klarheit. Das werden wir aber erst nächste Folge sehen, also morgen. Und dann sag ich mal, auf Wiedersehen. Bis morgen. Und ruhige Daumen da lassen. Danke, Carsten. Jetzt bist du Ich frag mich echt, was der den ganzen Tag getrieben hat. Warum quatschen die mal alle dazwischen? Ich sage danke, Carsten, dass du mein treuer Zuschauer bist. Ich hoffe, dich interessiert die Geschichte auch, so wie mir. Ich versuche es auch weiter durchzuspielen. Und dann sage ich mal danke und tschüssi.